am Samstag, dem 4. Mai, im Festsaal der Kaiserpfalz Paderborn. Der Direktor des Diözesanmuseums, Professor Dr. Christoph Stiegemann, erhielt vor rund 300 geladenen Gästen im Rahmen eines Festaktes die Auszeichnung Europäischer Meilenstein für Innovation und Leistung. Der vom Westfälischen Forum für Kultur und Bildung ausgelobte Preis wird alle 2 Jahre an Personen vergeben, die sich durch Engagement für Europa in der Region ausgezeichnet haben. Also ich denke, vorgeschlagen habe ich ihn aufgrund der langjährigen, sehr guten Zusammenarbeit sowohl in europäischen Projekten als auch in unserer Bildungsarbeit in der Region. Aber mein Vorschlag ist sofort einhellig von allen begrüßt worden. Und die anderen Mitglieder der Jury haben dann gesagt, oh ja, wenn Sie Herrn Stiegemann vorschlagen, nein, dann wollen wir gar keinen anderen vorschlagen. Auch das war in der Jury nach wenigen Minuten, wir standen alle noch unter dem Eindruck der tollen Credo-Ausstellung, ja, das war bei allen eigentlich präsent, das hat gar keine lange Diskussion erfordert. Ich glaube, seine Leistungen, die er mit den Ausstellungen erbracht hat, sind einmalig. Wir haben internationales Format, dieses war mit Europa verbunden und mit unserer Region. Nach dem Grußwort des früheren Preisträgers und polnischem Vizekonsul Jakob Wachczyniak sowie der Laudatio des Paderborner Bürgermeisters Heinz Paus erfolgte die offizielle Auszeichnung durch Dr. Ulrike Kurt, Vorsitzende des Westfälischen Forums für Kultur und Bildung e.V. und Ann Paas, Vorstandsmitglied der Sparkasse Paderborn-Detmold. Die Jury zeichnete Professor Dr. Christoph Stiegemann für sein besonderes Engagement und seinen herausragenden Einsatz im Bereich der europäischen Kulturarbeit aus. Hier wurde insbesondere sein Verdienst um die kulturhistorischen Paderborner Großausstellungen wie Kunst und Kultur der Karolingerzeit 1999, Canossa Erschütterung der Welt 2006 und Credo Christianisierung Europas im Mittelalter 2013 hervorgehoben. Durch seinen persönlichen Einsatz und seine unermüdliche Bereitschaft, Szenarien und Visionen in konkrete Ausstellungsformate zu übertragen, gelang es ihm beispielhaft, innovative Meilensteine zu setzen. Ich bin überwältigt. Ich muss es sagen, es fesselt dann doch in dieser besonderen Situation, europäischer Meilenstein für Innovation und Leistung. Die Grundtugenden des Christen. In seinem Festvortrag gab Professor Stiegemann Einblicke und Perspektiven seines Schaffens. Dabei ließ er die Vorfreude auf sein nächstes Großprojekt wachsen. Der Tugend der Caritas von der Spätantike bis in die Gegenwart wird deshalb die nächste große Ausstellung gewidmet sein, die das Diözesanmuseum im kommenden Jahr zeigen wird. Wann? Natürlich zu Libori, der einzigen Zäsur im Jahr, die der Paderborner kennt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Nach der offiziellen Feierstunde traf man sich im Foyer der Kaiserpfalz, um persönliche Kontakte zu pflegen. Für uns die Gelegenheit, mit dem Preisträger persönlich zu sprechen. Das ist natürlich ein ganz, ganz besonderer Moment. Man ist positiv überrascht eigentlich auch, hat aber auch dann den Eindruck, dass man zum ersten Mal so richtig verspürt, wie sich die Dinge in den zurückliegenden Jahren zur Einheit zusammenfügen. Also für mich eine große Ehre, eine große Freude, die Auszeichnung mit dem Meilenstein, dem europäischen Meilenstein für Innovation und Leistung. Gespannt sein darf man auf das neue Projekt des Preisträgers Tugend der Caritas im nächsten Jahr.